Weiter geht's. Sind wir eigentlich auf dem... Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, zurückzugehen, gehen wir mal zu dieser mysteriösen leuchtenden Höhle. Da wird es jetzt wirklich mal ein bisschen Mystery. Finde ich cool, aber ich würde wirklich sagen, zurück zu es. Leiche, gefrorene Leiche. Gab es einen Autounfall? Die sind zusammengekracht. Okay, schon mal nichts. Ne, dafür wieder en masse Streichhölzer. Nice. Oh, da drin ist was. Riegel. Schokoriegel. Kleine Schoki. Kann man immer gut gebrauchen. Schoki? Schoki. Obwohl, da hinten ist noch eine Leiche und noch ein Fahrzeug. Und Brecheisen. Noch ein neuer noch ein neues Brecheisen. Ja, super. Weiß noch nicht mal, wofür die Krähenfedern da sind. So. Ah, mal kurz mal reinschnüffeln. Oh, mieft ein bisschen. Ist auch nichts wirklich drin. Der Mann, der dieses Fahrzeug gefahren hat. Also tut es mir echt leid. Du hast nichts an Wertsachen gehabt. Du bist schon eine kleine arme Wurst. Also. Überall Stöcke und Zweige, das ist schon mal sehr, sehr gut. So, dann nähern wir uns der Absturzstelle. Vielleicht sind wir da. Oh. Sekunde, ich muss mal ganz kurz was kalibrieren. So ist gut. So. Hier ist sie schon, die Absturzstelle. Ich behalte mal lieber meine Ausdauer, man weiß ja jetzt nicht, was noch kommt. Eine Turbine ist abgebrochen. Unmengen von Flugzeugtrümmern. Pflegung, Flugzeugmahlzeit, Hähnchen. Dieses Tablett mit noch tiefgefrorenem Hähnchen bietet die kulinarische Raffinesse, die man von aufgewärmten Hähnchen erwarten kann. Ohne Wärme versteht sich. Lederschuhe, okay, Bombenmütze, ja. Okay, hier ist nichts drin. Und ich hab's bekommen? Nee, ja. Oh, alles hier verteilt. Die Trümmer. Das frage ich mich gerade auch, ne?
Flugzeug ist schon, obwohl ist ja klar, wenn das, also ein Flugzeug, dass es so weit schlittert, es ist eigentlich klar, vor allem bei Schnee, dann ist nochmal extra, jetzt nochmal extra schlittern, eigentlich komplett glasklar. Oh, wir hätten uns nochmal richtig leer machen, oh Gott, wir hätten uns richtig leer machen müssen, oh nein, jetzt werden wir das Problem haben, das Schlepperproblem, oh nein, wir werden uns wieder überfüllen. Das ist nicht gut. Also Vorräte sehr, sehr gut für die ganzen Leute da im Gemeindehaus. Aber Alter, Alter. Stellt euch mal vor, in echt jetzt. Ich würde die ganzen Tabletts hier tragen. Und die Dosen. Die kann ich dann niemals in den Rucksack stopfen. Nein, ich werde nach Hause humpeln müssen. Ich werde das auf YouTube wieder zusammenschneiden müssen. Wieder ein leerer Koffer. Ausweis S. Gagne? Ein Führerschein auf den Namen S. Gagne. Okay. Text lesen. Ja, gut. Gibt es nicht viel zu lesen, aber bei einem Führerschein. Naja. Ein Ausweis von dem Namen A. Lewis. Die armen Menschen. Oh, viele Sachen. Oh. Oh, wie soll ich das Ganze tragen? Habt ihr denn überhaupt einen Schimmer? Wahrscheinlich sagt sich das Spiel, ja, nimm halt das Beste raus und dann lass das alles andere liegen. Oh, jetzt. Ich hätte mich richtig leer machen müssen. Oh, wie soll ich das alles tragen? Das Spiel wirft mir gerade alles hinterher. Ui, 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 ui. Ich kann nicht mehr rennen. Zwei Leichen, die es hier hingeschleudert haben. Oh, jetzt habe ich es nicht gelesen. Ausweis von Kay Morrison. Boah, 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 boah. So viel Zeug zu tragen. Ihr seid doch beschungen. Gut. Das habe ich alles schon durchsucht. Ab hier wird es wieder, denke ich mal, neu. Oh, Leute. Oh, Leute, Leute, Leute. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn man überleben möchte, ne? Also, ich sag mal so, wenn man gerade auf Überlebenstour ist in so einer Eistundra, dann ist so ein, so übel, wie sich das auch anhört, für die Menschen, die dabei umkommen, aber so ein Flugabsturz, ohohoho, ist da schon eine gute Sorte. Schließlich findet man da in den Gepäck, also wer reist ohne Gepäck, ne? Im Flugzeug. Ja, und dann gibt's also so viel. Nicht nur Essen en masse, natürlich. Das ist ja hier Realität. Sondern natürlich auch Kleidung und alles Mögliche.
sondern hat man erstmal für sehr, 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 sehr viele Tage ausgesorgt. Und in dem Schnee kann man ja natürlich dann neben Haus oder hinterm Haus, wo man sich auch dann niedergelassen hat erstmal. Und oh, Cloud. Kann man erstmal ein paar Tage mit auskommen. So, die ganzen habe ich bestimmt schon alle durchsucht, kann das sein? Ja, hier sind Fußspuren von mir. Hab ja alle schon durchgesucht. So, das Wichtigste. Ja. Hat in der Ferne was ganz Komisches gehört. Hoffentlich bewahrheitet sich das jetzt nicht, was ich jetzt denke. Ich habe Schritte gehört. Macht mir doch keine Paranoia hier. Paradadala, naja. Oh, okay, was habe ich? 0409. Na gut. Null drei eins neun. Das ist definitiv besser. 1910. Gut. Die ganzen Kleidungsstücke können wir eigentlich komplett auseinandernehmen jetzt. Ach, zerlegen. Ja, da geht Kälte runter. Schneesturm, ein kleiner Schneesturm ist gerade da, also. Warte mal. Ich hatte von 46 Follower. Lull. Einer hat ist weggegangen. Das ist ja herrlich. Heute über 6 Stunden Vormittag gestreamt. Jetzt nochmal in 1,5 Stunde. Ist sogar auch einer weggegangen. Ich glaub's ja nicht. Obwohl, ich könnte mir schon denken, wer. Ah ne, dann ist es. Also dann ist es kein. Dann ist es kein Wunder. Oh Gott, die Kälte geht runter wie nichts. Oh, nee, 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 ich kann so nicht weitermachen. Wenigstens ein bisschen, naja, gut. Oh nein, Leute. Nee, 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 kann ich nicht machen.
Dann kann ich immer noch nicht, aber naja. This stuff will come in handy. R10, wenn das so richtig ausgesprochen wird. So, schauen wir nochmal. Lass ich liegen. Lass ich liegen. Lass ich liegen. Nobody needs this anymore. Habe ich viel Essen, ey, unglaublich. Passagier. Oh, nee, das konnte ich nie aussprechen. Passagier. Passagier. Da. Danke. Ein Ausweis vom Namen F. Single. Okay. Kann man sich die Liste angucken? Ja. Okay. This will come in handy. Nee, nee. Natürlich finden wir nur ganz zuletzt erst das Insulin, das was wir auch brauchen. Hier, warte mal. Mal schauen. Das ist besser. Wie soll ich denn so wieder zurückkommen? So viel Gepäck. Das ist ja wahnsinnig hier. I'll take it. Wo ist das Insulin jetzt? Ja, warte mal. Hä? Wo ist das Insulin? Ach, da sind noch mehr Koffer. A
This stuff will come in handy. Ah. Ich nehme erstmal mit, um zu gucken, was, ob wir was dann was rausnehmen können von. Ja. Hope nobody needs this anymore. Hä? Oh. Oh God. Oh God, you're alive. Help me. I'm here. I'm here to help. Please. It hurts. Make it stop. You've been in a crash. You're in shock. But I can help you. Just let me start a fire. Too far gone. You've lost a lot of blood, and you have frostbite. But it's okay. It's gonna be okay. I'm a doctor. I can help you. Please. I want this to be over. Rückblende. Huh, interesting. I wonder. Damn it. Sleep Research Center, Dr. Greenwood speaking. Did you get it? I told you not to call here. I'm sorry, but I'm scared. I am working on it. It's getting worse. We have to do something. I'm going as fast as I can. You said you had something that could help her. Look, I can't just... Look, it is in a secure area of the lab. I can't just walk out with it. There are security protocols. Astrid, it's getting worse. You have to do something. You understand that better than anyone. Yes. I do. Find a way and get up here as soon as you can. I will. As soon as I can figure out how to... I'll find a way to get it to you. Well, have you asked Will? No. It's been years since we... I haven't asked him yet. We don't have time for this, Astrid. You need to do this, and soon. I will. I'll fix it. I promise I will get there. I'm afraid it's happening again. I'm afraid we'll lose her this time. That's not gonna happen. Hurry, Astrid. I'm sorry. I'm so sorry. I know you're in pain and you just want it to end, but I won't let you die out here. Jo.